Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Firefox, die Leseransicht. In diesem Video möchte ich auf die neue Leseransicht von Firefox hinweisen. In der Leseransicht werden Artikel so gezeigt, dass man den Text optimal lesen kann. Störende Elemente werden einfach entfernt. Mittels Klick auf das aufgeschlagene Buchsymbol oben rechts in der Adressleiste kann man die Leseransicht öffnen. Oder man klickt auf das Menü Ansicht und klickt auf den Eintrag Leseansicht öffnen. Das Buchsymbol in der Adressleiste ist in der Leseansicht orange oder rot. Links gibt es drei Schaltflächen. Man kann die Leseansicht wieder schließen, ganz oben, oder das geht auch über Ansicht, Leseansicht schließen. Darunter gelangt man zu den Schrifteinstellungen. Man kann die Schrift verändern, man kann die Schrift vergrößern und verkleinern und das Farbschema kann geändert werden. Man hat die Wahl zwischen hell, dunkel und Sepia. Und darunter gibt es dann noch die Pocket-Funktion. Ist die Pocket-Funktion deaktiviert, erscheint diese Schaltfläche nicht. Ebenso kann man die Leseransicht ganz deaktivieren und das geht über die Konfiguration. Man gibt ein in die Adressleiste About Doppelpunkt Config und sucht nach Reader. Und hier sind dann die Leseransicht Einstellungen. Deaktivieren kann man die Leseransicht wie folgt: bei dem Einstellungsnamen Reader.ParseOnLoad.Enabled, der momentan den Wert True hat, klickt man einfach doppelt drauf, sodass hier bei dem Wert ein False erscheint und schon wurde die Leseransicht deaktiviert. So kann man sie auch wieder aktivieren mit einem Doppelklick. Das war unser Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!